Hallo und herzlich willkommen aus dem Studio 3 zu einem neuen Schmockvlog. Ja, während Sascha im Urlaub ist, übernehme ich natürlich nicht die Urlaubsvertretung, wir haben das schon soweit vorproduziert, aber dieser Schmockvlog kommt wieder live on tape zu euch. Es ist jetzt Donnerstag und draußen scheint die Sonne, alles schön. Und ich wollte euch einfach nochmal erzählen, was es bei mir im Keller so Neues gibt. Wir sehen uns ja nur noch alle zwei Wochen, von daher ist es, glaube ich, ganz schön. Da passiert immer eine Menge von, da hat Sascha viel zu erzählen, wenn er dran ist. Und ich habe auch viel zu erzählen, wenn ich dran bin. Fangen wir an mit einer Sache, die nicht Tabletop bezogen ist. Wir waren neulich in Garbsen im Blue Bricks Laden. Super geiler Laden. Ich habe meinen ersten Klemmbausteinsatz gebaut. Ja, ich habe dieses wunderschöne Colonial Viper Kampfschiff gesehen. Und das musste ich unbedingt kaufen. War auch echt nicht teuer. Kostete 29 Euro oder sowas. Habe ich gestern zusammengebaut. Hat vielleicht zwei Stunden gedauert oder sowas. Geiles Teil. Man kann so die Tragfläche ein bisschen verstellen. Und hier die Klappe aufmachen. So ein bisschen. Und hier haben wir noch die Landestützen. Geiles Teil. Nicht, dass ich jetzt hier groß einen auf Klemmbausteine mache. Da gibt es genug andere Kanäle, aber finde ich cool. Gehen wir mal die Post durch. Ich habe ein bisschen Post bekommen. Und zwar gibt es auf unserem Discord-Server ja so eine kleine Flohmarktecke. Und da hatte jemand etwas angeboten, wo ich erst gesagt habe, so, ach, eigentlich brauchst du das nicht. Dann habe ich einen Preis gesehen. Ich gesagt, eigentlich brauchst du das nicht. Dann habe ich ein bisschen mit ihm geschrieben. Er hat gesagt, ey, wir können auch tauschen. Ach ja, okay, gut. Also ist die Starterbox American War of Independence von Warlord Games / Wargames Factory bei mir gelandet. Und erschreckt euch nicht, wenn gleich eine Katze ins Bild kommt. Ich habe die Tür wieder aufgelassen. Und hier sind diese wunderschönen, furchtbaren Wargames Factory Plastiksachen drin. Kannst du ja mal aufmachen. Ich habe schon angefangen, die Indianer habe ich schon zusammengebaut. Hier sieht man, hier ist der Gussrahmen, wo die Indianer mal drin waren. Aber insbesondere sind hier drei Gussrahmen drin mit deutschen Söldnern. Ne, mit Hessen, um genau zu sein. Und Hessen hatte ich noch nicht. Und bevor ich mir jetzt irgendwie diese Hessen kaufe, dachte ich mir, oh, dann nimmst du halt die Box, der Rest kann ja jetzt auch nicht schaden. Da ist noch Artillerie drin, die kann man auch für beide Seiten benutzen. Das heißt, es sind genug Crew-Optionen dabei. Zwei Geschütze habe ich schon fertig, dann kann ich jeder Seite nochmal ein zusätzliches Geschütz angedeihen lassen. Hallo Katze. Na? Das schadet gar nicht. Jedenfalls sind hier die Hessen drin. Und die Hessen haben ja diese coolen Grenadierhauben. Und die wollte ich schon immer mal anmalen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich dachte immer, die wären rot. Hier scheinen sie aber blaue Uniformen zu haben. Vielleicht gucke ich einfach mal, ob ich noch irgendwas anderes finde. Mit dabei sind, und das ist eine Sache, die Warlord Games geschuldet ist und nicht Wargames Factory, das war nämlich früher so nicht dabei, so ein Vierseiter, ich sag mal so ähnlich wie bei den Perrys, wo halt drin dieser Gussrahmen erklärt wird und die verschiedenen Optionen, die ich bauen kann und hinten noch ein paar Flaggen drauf sind. So, Flaggen brauche ich für Sharp Practice eigentlich nicht so wirklich, vielleicht mache ich für die Hessen, für Nipphausen oder Knüpphausen noch ein paar einzelne Flaggenträger, genug Optionen habe ich hier ja dabei. So, was war noch dabei? Wie gesagt, Indianer ohne Ende. Naja, was heißt ohne Ende? Ich glaube, zwei Gussrahmen oder sowas. Ich habe mir jetzt sieben Stück gebaut. Das reicht mir erstmal für Sharp Practice. Und jede Menge Briten. Ich glaube, 200 Mann oder sowas sind hier drin. 120 britische Linieninfanterie, 30 Hessen, 10 Indianer, eine Kanone, Commander on Horse, aber habe ich schon fertig. Jede Menge Kram und für getauscht gegen alte Sachen ist natürlich total großartig. Also vielen Dank an der Stelle für diesen wunderschönen Tauschhandel, der da aber noch nicht vorbei war. Ursprünglich ging es also nur um diese Box. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann fragte mich mein Tauschpartner, Mensch, brauchst du nicht 6mm Kram? Und da bin ich hellhörig geworden. Ich sagte, klar brauche ich 6mm Kram, das ist eine Frage. Und zwar hatte der nette Herr eine napoleonische Starterarmee Briten und eine napoleonische Starterarmee Engländer irgendwann mal gekauft und hat dann festgestellt, ach, für mich ist das, glaube ich, nichts. Ne? Das ist ja mal schön, wenn man das mal ausprobieren kann. Für mich ist das, glaube ich, nichts. Dann hat er gesagt, hier, pass auf, wir tauschen gegen anderen Kram. Dann habe ich ihm noch ein paar andere Sachen geschickt und er hat mir dann im Umkehrschluss diese Box hier geschickt. Und wirklich sehr, 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 sehr viel Kram drin. Vielen Dank. Und da sind ein paar Figuren schon angemalt, auch okay angemalt, sodass es quasi für den Tisch schon gereicht hätte. Aber ich baue ja meine Franzosen auf anderen Bases auf.
Und da die teilweise hier bemalt sind, überlege ich mir, ob ich von diesen paar Vases, die hier schon fertig sind, das sind hier so eine grundierte, eine teils bemalte, eine, die quasi direkt auf den Spieltisch könnte und noch eine, die in einem ähnlichen Zustand ist, dass ich da so ein kleines Restaurationsprojekt von mache. So ähnlich, wie ich das mit den Ringgeistern vor ein paar Monaten gemacht habe. Dass man sagt, alles klar, ich lasse einfach die Kamera laufen für den Schmuckblock und dann reißen wir den ganzen Kram mal runter, machen die nochmal sauber und bemalen die nochmal vorne. Und dann sieht man am Ende, wie es dann aussieht in der Basierung und in der Bemalung, in der ich die brauche. Finde ich ganz spannend. Damit kann ich auf jeden Fall jede Menge anfangen. Das ist total super. Jannis, der ja die Briten übernimmt, hat schon über 1000 Mann zusammen. Das heißt, der freut sich über ein paar Verstärkungen und dann ist er aber auch soweit erstmal auf einem guten Level mit dem Projekt. Ich müsste auch so bei knapp 1000 Franzosen sein, die sich aber noch auf Blücher-Bases befinden. Da muss ich nochmal alles runterreißen und neue Bases machen. Das habe ich mit den Franzosen schon mal gemacht. Das heißt, ich habe die schon mal umbasiert. Jetzt noch ein zweites Mal. Ich drücke mich ein bisschen davor. Das mache ich irgendwann mal im Herbst, wenn es regnet oder sowas. Das ist die Post. Total super spitzenmäßig. Freue ich mich drüber. Was gibt's noch Neues? Ja, ihr habt es wahrscheinlich alle gehört oder gelesen. Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann erfahrt es jetzt von mir. Die dritte Edition von Dead Zone steht in den Startlöchern. Ja, das ist total geil, weil Dead Zone ist das geilste Sci-Fi-Spiel, was es gibt. Ihr wisst, dass ich für dieses Spiel sehr schwärme und ich habe vorletztes Jahr, haben wir ja auch eine Themenwoche gemacht, wo wir euch in Ruhe gezeigt haben, wie die zweite Edition funktioniert. Jetzt kommt die dritte Edition. Und wie als ob, ist auch ein toller Satz, als würden meine Wünsche erhört, hat man sich gesagt, okay, aus den Büchern, die mittlerweile rausgekommen sind, machen wir wieder alles in eins, in ein Regelbuch, verfeinern die eine oder andere Regel ein bisschen, das heißt, das Thema Line of Sight wurde nochmal ein bisschen verändert und ein paar andere Kleinigkeiten, was genau das ist, da kommen wir dann in Ruhe zu, wenn die dritte Edition dann bei uns auf dem Tisch liegt. Dann gibt es neben dem neuen Regelbuch, wo alles drinsteht, noch ein Buch, wo sämtliche Armeelisten drinstehen. Ich glaube, es gibt mittlerweile ein Dutzend Fraktionen und die sind natürlich über verschiedene Bücher verteilt gewesen, sodass alles wieder zusammen in ein Buch, überall die Statuswerte nochmal gegeneinander abgeglichen. Das heißt, wir haben auch ein vernünftiges Balancing, zumindest auf dem Papier. Und die Darstellung der Armeelisten hat sich ein bisschen geändert. Das ist eine Sache, die zeige ich euch aber dann auch später. Jedenfalls haben die Figuren jetzt so als ein Highlight richtig Lebenspunkte bekommen. Früher war es ja so, dass die Figur Lebenspunkte entsprechend ihrer Figurengröße hatte. Das war nicht immer ganz einfach. Natürlich ist das nicht schwierig, aber das war nicht immer ganz klar. Und jetzt hatten jede Figur einen Wert mit Hitpoints und fertig. Ein paar andere Keywords wurden ein bisschen aufgelöst, das heißt ein paar Sachen wie die Geschwindigkeit wurde in den Bewegungswert der Figur mit integriert, damit man nicht Bewegungswert plus Keyword ergibt, letztendlich eine Bewegungsreichweite hat. Das heißt ein bisschen alles kondensiert, vereinfacht. Ich würde mir wünschen, dass das Kampagnensystem ein bisschen angepasst wurde, wissen tue ich es aber nicht. Und was es bei Dead Zone alles so Neues gibt und warum es eine gute Idee ist, das jetzt mal im Auge zu behalten, das erzähle ich euch jetzt gleich. So, wie man nicht übersehen kann, befinden wir uns hier auf der Mantic-Shop-Seite zur neuen Edition Dead Zone. Wir sehen das neue Logo. Natürlich heißt das Spiel immer noch genauso wie vorher, nur das Logo hat sich ein wenig geändert. Seit Anfang der Woche können wir Vorbestellungen hier abgeben und Ende Oktober werden die Vorbestellungen versandt werden. Wir fangen einfach mal an mit dem 2-Spieler-Starter-Set für 105 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, zuzüglich Einfuhrabgaben. Was ist alles drin? Wir bekommen erstmal natürlich eine kurze Beschreibung über das Thema Dead Zone. Ich akzeptiere hier mal ganz kurz die Cookies, damit das weg ist. 10 Fraktionen haben wir mittlerweile drin. Und wir sehen auch an den Bildern, werden Dead Zone-Veteranen erkennen, okay, den hier kennen wir, aber diesen Herren von der Plague mit 4 Armen und Nahkampfwaffen, den kennen wir noch nicht. Also da kommt jede Menge Spannendes. Jetzt aber zum Eingemachten. Was ist drin im 2-Spieler-Starter-Set? Wir haben natürlich die beiden Regelbücher, das Regelbuch mit den Grundregeln und das Armeelistenbuch bei dem Softback-Format. Wir haben ein Starter-Flugblatt. Das finde ich immer ganz cool, wo drin steht, okay, jetzt stell zwei Figuren hier hin und so geht's los. Wir haben 10 neue GCPS-Troopers. Das sind also quasi die Menschen. Wir haben einen neuen GCPS-Helden. Das ist eine Resinfigur. Wir haben 10 Vermin Nightcrawlers. Das sind Ratten. Wir haben 2 Vermin Nightmares, einen großen Helden und 12 Tüten mit Geländestücken. Es gibt für die Geländestücke, die kennen ja viele Leute aus Dead Zone, das sind diese viereckigen Würfel, die alle so ein bisschen steril aussahen. Aber jetzt gibt es, das zeige ich euch gleich nochmal auf dem Bild, auch
endlich so ein paar Anbauteile, Schilder, Laternen und so ein Kram, der das Ganze so ein bisschen lebendiger aussehen lässt. Wir haben eine Papierspielmatte, die war in der zweiten Edition, in der Standardedition auch schon mit dabei. Die ist okay zum Anfang, auf jeden Fall ausreichend. Das Ganze ist natürlich wesentlich schöner mit einer Neoprenmatte, die es separat zu kaufen gibt. Es gibt einen Pappbogen mit Markern zum Ausdrucken. Es gibt 8 oder Ausdrücken, 8 Command Dice und 8 W8. Das Ganze, wie gesagt, zum Preis von 105 Euro. Und hier sehen wir das Starter-Set, was wir alles dabei haben. Hier ist der Bogen mit den Standsmarkern. Armeelistenbuch, Regelbuch. Hier sind die Würfel, die wir brauchen. Sind vielleicht ein bisschen wenig Würfel, aber für den Start wird es reichen. Und alle Figuren, die es gibt. Die Vermin sind halt ziemlich cool. Es sind Sci-Fi-Ratten mit Gasmasken auf und sowas. Ganz geil. Die GCPS-Trooper sehen auch so ein bisschen gepanzerter aus. Mich erinnern sie so ein bisschen an den Master Chief von Halo. Und hier sehen wir schon das Gelände. Das ist alles nichts Neues hier. Das gab es vorher auch schon alles, diese ganzen Geländeoptionen. Aber was neu ist, sind diese Schilder. Diese Markisen hier, Mülleimer, solche Schilder und hier so Kleinkram. Und das Ganze wird das Ganze doch deutlich zum Leben bringen. Ne? Das heißt, vorher hatten wir wirklich nur so viereckige Würfel, die waren so ein bisschen, naja, okay, und da hat man mal so eine Kiste zwischengeschmissen. Aber jetzt mit diesen ganzen Anbauteilen ist das, glaube ich, eine Sache. Das ist natürlich alles jetzt nicht revolutionär, aber das bringt die Spielfelder so ein bisschen mehr zum Leben. Und das ist quasi so ein abgewrackter Marktdistrikt. Hat so ein bisschen mit dieser Neonreklame gleich immer so ein Cyberpunk-Flair. Finde ich ganz schick und passt auch ziemlich gut. Die Matte im neuen Design, das können wir uns gleich nochmal auf der Shopseite anschauen. Und das ist eine schöne Abwechslung. Es gibt jetzt bis jetzt, glaube ich, zwei Matten, die mir bekannt sind. Eine Betonmatte und eine, ja, ich sag mal so Wüsten- oder Marsmatte eher. Ja, ist eher so ein Marsboden. Und jetzt halt sowas eher Städtisches. Ist auch ganz cool. Und ich glaube, es gibt mit der neuen Edition noch eine zweite Variante dieser Matte. Wir klicken einfach mal weiter. Genau, hier sehen wir einen GCPS-Trooper. Die sind, glaube ich, aus Plastik, beziehungsweise die Helden aus Resin. Und die Miniaturenqualität bei Mantic ist immer besser geworden. Die Bemalung ist jetzt hier natürlich nicht High-End, aber für einen Spieltisch reicht das natürlich locker. Und ich bin guter Dinge, dass die neuen Figuren von Mantic wirklich den Qualitätssprung von den alten Figuren auf jeden Fall auch haben. Das heißt, dass die nochmal deutlich besser sein werden. Hier sehen wir alles, was bei der GCPS drin ist. Genau, das ist die Heldin des Ganzen. Das ist eine Resinfigur und das sind, glaube ich, alles Plastikfiguren. Ich hoffe, dass es diesmal eine Bauanleitung gibt oder man keine braucht. Das war ja in der zweiten Edition nicht ganz so charmant gelöst. Es gab zwar eine Bauanleitung für die beiden Plastikgussrahmen, die da mit drin waren, aber die war leider versteckt auf der Internetseite. Da hoffe ich, dass auf diesem Starter-Leaflet da irgendwelche Informationen drauf sind. Ansonsten, die Trooper, wie gesagt, die erinnern mich ein bisschen an den Master Chief, ist wahrscheinlich nicht ganz unbeabsichtigt. Die Waffen sind ganz schön, sind nicht so überladen. Und haben so verschiedene, das sieht aus wie so ein Pulse-Rifle hier und das ist irgendwas Schwereres. Und hier ist irgendein Lasergewehr oder sowas. Finde ich ganz cool. Ist nicht ganz so aufgeregt. Und ich finde es schön, dass die Figuren nicht so überschüttet sind mit Details. Das heißt, die bemalen sich dann recht schnell. Hier sehen wir eine von den großen Ratten. Und die sind natürlich echt ziemlich cool. Auch das gelbe Farbschema gefällt mir persönlich sehr gut. Mit so riesengroßen Klauen dran. Aus Metall und das ist natürlich der Rattenheld. Und hier haben wir die normalen Ratten. Das sind auch schöne Bausätze. Und ich persönlich freue mich relativ sehr darüber, dass jetzt die Ratten ein bisschen in den Fokus laufen, weil ich habe jede Menge Ratten vom Krauti hier rumliegen. Danke, Krauti. Der hat mir die ja damals für einen schmalen Euro überlassen. Und die werden jetzt mit der dritten Edition endlich zum Leben erweckt. Und die werden meine Startfraktion für die dritte Edition auch sein. Genau, hier noch zwei fette Ratten. Man könnte jetzt sagen Rattenoger oder sowas. Naja, ihr wisst, wo es hingeht. Hier nochmal ein Bild auf den Stanzbogen mit den Markern drin und die beiden Bücher, die dabei sind. Und hier sehen wir, genau, hier sehen wir ein Mattenlayout. Das Ganze ist ein bisschen, ja, so ein bisschen städtisch oder industriell. Hier könnte irgendwie eine Landebucht sein oder halt irgendwelche Aufzüge oder sowas. Und hier wäre eine potenzielle Straße, die man aber nicht machen müsste. Man kann das Gelände hinstellen, wo man möchte. Und hier ist das Geländebau-Highlight quasi. Aus der dritten Edition, die ganzen Anbauteile. Und das ist wirklich eine Sache, das ist richtig schön, das bringt dem Ganzen richtig Leben. Und das wird, glaube ich, auch mit dem weißen Farbschema, das ich persönlich benutze, ja, ziemlich cool aussehen, weil man halt diese Neon-Sachen richtig überstrahlen lassen kann. Da freue ich mich wirklich drauf. Ja, hier Würfel und hier nochmal das Gelände, was dabei ist. Es scheint mir ein wenig mehr zu sein als in der zweiten Edition, was schön ist, weil Dead Zone lebt nur von einem ganz allein, vom Gelände natürlich. Also je mehr Gelände, desto besser und zu viel Gelände für Dead Zone gibt es auch nicht.
Außerdem kann man die Sachen natürlich auch gut zweckentfremden. Wer irgendwelche Pen-and-Paper-Rollenspiele spielt mit Figuren, bitteschön. Wer Stargrave spielt, bitteschön. Wer was auch immer spielt, die passen auch super für Games Workshop-Systeme. Das heißt, mit dem Gelände allein kann man schon nichts falsch machen. Und das ist eine gute Sache. Und ich mag den Tintenfisch hier oben. Der ist schön. So, hier noch ein paar Aufnahmen, wie das Ganze dann von nahen aussieht. Schön, wie gesagt, diese ganzen Sachen sind dieselben wie damals in der ersten Edition und damit kann man nichts falsch machen. Ich hoffe, dass in dieser Editionsbox ein paar mehr von diesen Verbindungsstücken, die hier zwischen quasi liegen, von hinten, das sind so 90 Grad Winkel, dabei sind, weil die waren immer ein bisschen rar. So, wir gehen hier mal raus und gehen mal eine Seite zurück. Zip. So. Dead Zone. So, was gibt es noch? Neben dem ganz normalen Zwei-Spieler-Starter-Bündel gibt es noch das Third Edition Getting Started Bundle. Das ist, ich mach's mal ganz kurz auf. So, das kostet dann 155 Euro. Da steht der ganze selbe Spaß dabei wie sonst auch. Aber was ist hier noch dabei? Hier ist das Grundspiel dabei, was wir gerade schon in aller Ruhe durchgegangen sind. Noch mehr Geländekram, das ist immer gut. Acrylmarker, die ich sehr schön finde, und dieselbe Matte aus Neopren. Und das ist eine Sache, die sehr hochwertig ist, die sehr toll ist. Ich mag die Neoprenmatten von Mantic. Ich mag Neoprenmatten generell. Und das ist eine Sache, die das Ganze wesentlich besser wirken lässt. Also das Look and Feel ist einfach schöner als bei der Papiermatte. So. Jetzt gehen wir wieder zurück und gucken, was es noch so geben wird. Wir gehen mal in die dritte Edition. So ist besser. Ihr könnt natürlich, wenn ihr sagt, Thomas, ich habe mir doch zur Tetson-Themenwoche schon alles gekauft, was ich brauche, dann könnt ihr natürlich auch nur die Regelbücher bestellen. Ne? Also nur die neuen Marker, Regelbücher, 40 Tacken seid ihr dabei. Wie man Menti kennt, werden sie irgendwann sicherlich vielleicht eine abgespeckte Version der Regeln zum kostenfreien Download bereitstellen, aber bestimmt nicht am Anfang. Das heißt, mit 40 Euro Investition seid ihr dabei, dann holt ihr euch das entweder hier bei Mantic oder, wenn es dann in Deutschland verfügbar ist, zum Beispiel bei Fantasy Welt, und dann seid ihr schon damit dabei. Wer es ein bisschen hochwertiger haben will, holt sich das Veteranenbundle, da ist noch das zusätzliche Gelände dabei und die Acrylmarker, das ist eine Sache, die ich mir bestellt habe, weil ich Acrylmarker sehr gerne mag. Und natürlich wurden auch viele Dead Zone Fraktionen neu verpackt. Es gibt jetzt neue Booster, die an sich auch ein bisschen günstiger sind und für Dead Zone auch ganz gut geeignet sind. Das ist natürlich alles mehr oder weniger abgestimmt. Das heißt, ihr kauft hier nicht 17 Mal dieselbe Figur und könnt die nachher gar nicht benutzen bei Dead Zone. Es gibt natürlich Vermin-Sachen neue. Das sind jetzt nicht unbedingt neue Figuren, sondern wie gesagt neu gepackte Booster-Packs, die, glaube ich, im Preis ein bisschen niedriger geworden sind. Dann gibt es natürlich die Starter-Packs alle fertig neu gepackt für die verschiedenen Fraktionen. Ihr könnt natürlich auch die Matte bestellen und hier oben, das ist das alte Design, das Metall, das ist das Betondesign, glaube ich, ein bisschen aufgehübscht. Und das hier ist das neue Design aus der dritten Edition. Das heißt, wenn du die Matte haben will, kann sich die hier dazu kaufen. Es gibt natürlich Forge Fathers in verschiedenen Varianten, also die schwer gepanzerten und die Brockers, die leicht gepanzerten. Dazu gibt es natürlich hier noch die Enforcer, die GCPS, Recon Squads und so weiter und so fort. Auch die Acrylmarker gibt es natürlich einzeln zu kaufen, wenn man die nur haben möchte. Und die Sci-Fi Objectives, das sind die bei der großen Box dabei sind, gibt es hier auch. So, alles in allem, also eine runde Sache. Wer mehr Informationen über Dead Zone haben will, den würde ich empfehlen, auf den Mantic-Blog zu gehen, weil hier ist relativ viel über Dead Zone und diese Woche kommt jeden Tag was über Dead Zone raus. Das heißt, wir beginnen erstmal mit einem Briefing, worum geht es überhaupt. Und bis zum 18. Kommt jeden Tag in der Woche ein neuer Artikel, was sich ändert, was jetzt klarer ist, was der Gedanke dahinter ist. Und sehr schön, Building Your Strike Team ist schon draußen. Und Building Your Strike Team, da wurde erzählt, dass es jetzt einen Army Builder gibt. Und das ist natürlich mega geil. Das heißt, es gibt ein Army Builder Tool, an dem man das dann zusammenbasteln kann. Ich zeige euch mal ganz kurz hier. Und dann kann man einfach klick, klack, klack. Bei Easy Army natürlich, zusammenbauen und dann hat man sein Team, dann ist gleich sichergestellt, dass man sein Team richtig zusammengebaut hat und das Ganze sieht auch richtig toll aus mit den neuen Statuswerten. Ihr seht hier die neuen Statuskarten quasi für die verschiedenen Squads. Also hier ist ein Enforcer Operative Squad genannt
Und das ist ganz schön, weil jetzt sind endlich die Waffen zusammen mit den Statuswerten alle da und auch mit den Sonderregeln, die die entsprechend haben würden. Sehr, sehr schön, ist eine Sache, die ich sehr begrüße. Die macht das Haushalten wesentlich einfacher. Also ihr habt es gesehen, jede Menge Neuheiten für Dead Zone. Versand startet am 25. Oktober, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, wir könnten jetzt noch vorbestellen. Das heißt, wenn ihr wolltet, die Vorbestellung läuft seit Anfang der Woche, dann könntet ihr bei Mantic selber vorbestellen. Aber Achtung, ihr bestellt in England, das heißt, Einfuhrabgaben sind da vorprogrammiert und das wird relativ schnell teuer. Ich habe mit den Jungs von Fantasy Welt gesprochen. Die haben noch keinen genauen Liefertermin, aber die werden die neuen Sachen von der dritten Edition bekommen. Das heißt, wenn ihr es jetzt nicht sofort haben müsst, könnte es Sinn machen zu warten und das Ganze dann Ende Oktober hier in Deutschland zu bestellen. Das macht die Sache für euch wesentlich günstiger, weil in England zu bestellen ist halt nicht immer einfach. Das kommt auf den Shop an, ob man die Mehrwertsteuer ausweisen kann oder nicht. Dann haben wir noch Zoll- und Einfuhrabgaben. Das heißt, man liegt da ganz schnell 30% über dem eigentlichen Kaufpreis. Das ist eine Sache, die uns bei der Pre-Order auch passiert ist, dass wir dann durchgerechnet haben und gesagt haben, Moment mal, jetzt haben wir noch irgendwie 100 Euro Einfuhrabgaben, ist ja blöd, aber ich glaube, wir bestellen es einfach trotzdem. So ist es dann halt einfach. Ich will es ja auch haben. Ich habe auch schon mit Mente gesprochen, ob sie uns noch ein Starter-Set zur Verfügung stellen können. Da habe ich noch keine definitive Antwort. Aber wenn dem so ist, dann kommt hier natürlich ein riesengroßes Vorstellungsvideo und auch eine Einführung in die dritte Edition. Und natürlich auch ein Spielbericht. Und wir fragen Andi, hat bestimmt Bock. Sascha hat sicherlich auch Bock. Dann machen wir wieder was für Dead Zone. Ich habe ja gesehen, Sascha hat aus dieser anonymen Spende noch jede Menge Sci-Fi-Gelände gekriegt. Vielleicht können wir da ja mal eine Dead Zone-Platte draus bauen. Aber Sascha hat ja gesagt, ich soll eine Naturplatte bauen. Gut, dann baue ich halt eben eine Naturplatte. Also Sascha, lass dir gesagt sein. Schöne Grüße von hier in den Urlaub ins ferne Frankreich. Ja, ich baue eine Naturplatte. Ja, 28 mm. Ja, 1,80x1,20. Wird gemacht, aber die baue ich bei dir. So, naja, können wir später nochmal drüber sprechen. So, das war's schon für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen gute Unterhaltung. Wir sehen uns morgen wieder. Beziehungsweise morgen seht ihr uns auf dem Kanal wieder bei unserem Samstagsvideo. Und eine Sache noch, nächste Woche Samstag, mein persönliches Highlight, der Dreadball Hyper Bowl. Unser Pokalendspiel um den fiktiven Hyper Bowl. Ein Spielbericht der etwas anderen Art, da habe ich jetzt ein paar Wochen rumgefeilt. Bin da immer so ein bisschen hier, ein bisschen da, weil wir da relativ viele Soundeffekte einbauen und sowas. Alles total aufwendig. Ich weiß nicht, ob es euch am Ende gefällt, aber wir werden es ja rausfinden. So, von daher war es das von mir. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende und tschüss. So, und wenn ihr noch mehr Bock auf schöne Videos habt, dann klickt doch hier mal durch.